Servus, ich grüße dich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Heute gibt es ein wunderbares Rezept für einen Zwetschgenröster. Diesen kann man auf zwei Arten zubereiten. Das eine ist mit Schuss, so wie es die Großeltern so sehr lieben. Und das andere ist ganz klassisch ohne Schuss. Und wie du da jetzt selber vorgehen kannst, das möchte ich dir gerne zeigen. In der jetzigen Zwetschgenzeit hängen meine Bäume voll, deswegen ernte ich mir zuerst einmal einige Kilos. Ein Teil wird für den Zwetschgenröster verwendet und die anderen koche ich trocken ein. Der Zwetschgenröster kommt übrigens aus der österreichischen böhmischen Küche und ist zum Reinlegen lecker. Nun jedoch wiege ich mir 2 Kilo ab und nehme für den Zwetschgenröster nur die Zwetschgen, die noch etwas härter sind. Dabei entferne bitte alle gammeligen oder schimmeligen Früchte und gebe diese möglichst auf den Kompost oder in den Biomüll. Und auch wenn meine Zwetschgen nicht gespritzt werden, werden sie dennoch gründlich gewaschen. Du kannst das auch gerne mit Natronwasser machen, um auch wirklich jegliche Verunreinigungen zu entfernen. Wenn die Zwetschgen nun soweit gereinigt sind, halbiere diese in der Mitte, entnehme den Kern und den Strunken. Wenn die Früchte reif sind, geht das auch ziemlich einfach. Wenn die Menge nun soweit halbiert und entkernt ist, machen wir natürlich erstmal klar Schiff. Und dann gebe einen ausreichend großen Topf auf deinen Herd und gib 1 Liter trockenen Rotwein hinein. Lasse diesen nun aufkochen und gebe noch zur besseren Haltbarkeit 1 Kilo Zucker hinein. Wie ihr wisst, bin ich ja sonst kein Freund von viel Zucker, aber manchmal tut das leider Not. Es darf also auch mal gehaltvoller sein. Und lasse beides nun miteinander aufkochen, verrühre dabei den Zucker im Rotwein, sodass sich dieser auflösen kann. Und dann kommen auch noch 2 Zimtstangen hinein. Die bringen noch einen richtig schönen Geschmack mit rein. Nun könntest du auch noch Nelken hinzugeben oder auch Vanilleschoten. Das ist das dir und deinem Geschmack überlassen. Da gibt es keine feste Vorgabe. Wenn der Rotwein jetzt leicht siedet, gebe auch schon deine Zwetschgenhälften hinein. Auch die 2 Flüchtlinge kommen noch rein. Nun lasse den Sud miteinander aufkochen, rühre dabei kräftig durch und lasse ihn für die nächsten 10 Minuten einkochen. In der Zwischenzeit spüle deine Einkochgläser mit kochend heißem Wasser aus. Ich mache das immer mit dem Wasserkocher, das spart letzten Endes auch viel Energie. Dann richte dir die Gläser her, die du benötigst. Ich brauche heute etwas mehr. Nach 7 bis 10 Minuten sind die Zwetschgen nun genug eingekocht. Zu guter Letzt kommt nun der Schuss, und zwar eine Schöpfkelle voll 45%igen Rum. Rühre diesen gleich kräftig unter und stell deinen Herd aus. Nun kannst du deinen heißen Zwetschgenröster in deine gereinigten Gläser geben. Entweder so wie ich es mache oder du nimmst einen Marmeladentrichter. Nun reinige noch den Glasrand, dass auch keine Rückstände vom Röster vorhanden sind. Und dann gebe auch schon den Deckel drauf, ziehe ihn richtig schön fest, sodass das Glas fest verschlossen werden kann. Und während ich noch den richtigen Deckel fürs Glas suche, möchte ich dir gleich noch erzählen, wie du den Zwetschgenröster ohne Schuss herstellen kannst. Diese Gläser jedoch lasse sie zugluftfrei abkühlen. Überprüfe nach dem Abkühlen der Gläser, ob die Deckel angezogen sind. So ist er nun für 2 bis 4 Jahre gut und gerne haltbar
und passt hervorragend zu Süßspeisen, wie ganz klassisch zu Kaiserschmarrn. Und bevor ich euch nun einen wunderbaren guten Appetit wünsche, kommen wir noch zu der Variante. Ganz ohne Schuss, dafür ersetzt du den Wein mit Wasser und gibst natürlich auch keinen Schuss Rum am Ende mit hinein. Aber ansonsten ist die Zubereitung genauso, wie du es jetzt hier sehen kannst. Nun wünsche ich dir aber viel Spaß beim Nachmachen, guten Appetit, bis demnächst, viel Zeit!